Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute meine Spring Capsule, die ich mir zusammengestellt habe. Falls ihr neu hier seid und ihr möchtet euch eure eigene Capsule Wardrobe zusammenstellen, dann fangt doch vielleicht bei Step 1 unserer Videoreihe an, denn wir haben schon 4 vorhergehende Videos gehabt, in denen wir die ganze Vorarbeit geleistet haben. Falls ihr einfach nur meine Spring Capsule sehen wollt, dann genießt das Video, lehnt euch zurück und das ist natürlich auch vollkommen okay. Ja, wie gesagt, das hier ist meine Spring Capsule. Ein, zwei Sachen sind noch in der Wäsche, aber ich denke, ihr bekommt trotzdem einen guten Rundumblick. Ich habe seit letzter Woche auch echt nochmal ein paar Sachen rausgeräumt und sie noch etwas weiter reduziert. Ich brauche da oft einfach ein paar Tage und schaue nochmal drauf und überlege, brauche ich das wirklich? Zum Beispiel, ich hatte beim letzten Mal 4 Taschen drin, das habe ich nochmal auf 2 reduziert, weil, sind wir ehrlich, mehr brauche ich zurzeit einfach gar nicht. Falls euch das ähnlich geht, stresst euch also nicht. Ihr könnt immer nochmal irgendwie ein paar Tage später drauf schauen und überlegen, welche Teile ihr noch weiter aus der Capsule rausnehmen wollt. Jetzt bin ich vom Umfang und von der Anzahl her auf jeden Fall super happy, denn ich habe das Ganze jetzt in meinem Kleiderschrank einsortiert, sodass ich eine Stange und ein Fach habe, in der die komplette Capsule reinpasst. Das war schon lange ein Ziel von mir, weil jetzt habe ich ein weiteres Fach, was ich frei habe für Loungewear und Sportsachen. Ich hätte das sonst immer vermixt miteinander und finde es jetzt schön, einfach die Alltagskleidung und die Sportsachen komplett getrennt voneinander zu haben. Ergibt übrigens auch ein wesentlich harmonischeres Bild, wenn man in den Schrank guckt. Gut, ich würde jetzt einfach mal durch meine Capsule durchgehen und euch die einzelnen Teile zeigen. Für die Leute, die mich noch nicht so lange kennen, vielleicht einmal so als Hintergrundinfo. Ich habe einen sehr reduzierten, minimalistischen Stil und mag hauptsächlich gedeckte Naturtöne, also so beige, grau, schwarz, weiß, das ist so meine Hauptwelt. Und ich kaufe seit circa 1,5 Jahren jetzt keine Fast Fashion mehr. Das heißt, die Sachen, die fair hergestellt sind und die ich in letzter Zeit gekauft habe, die werde ich euch unten verlinken. Seid mir aber nicht böse, wenn einfach auch ganz viele Sachen dabei sind, die vielleicht 5, 6 Jahre alt sind. Die kann ich euch natürlich aktuell nicht verlinken. Okay, als erstes habe ich 2 Tops. Das sind neben meinen Loungewear-Unterziehtops tatsächlich auch die einzigen Tops, die ich im Frühjahr brauche. Die habe ich mir erst vor kurzem gekauft von 9to5. Also Magda, falls du das siehst hier, vielen, vielen Dank für den Tipp. Und zwar habe ich schon ganz lange nach einem Ripshirt gesucht, das einen höher geschnittenen Ausschnitt hat. Ich finde es gerade total schön und ästhetisch und es ist super bequem, weil man sich einfach bewegen kann, wie man will. Man muss nicht aufpassen, dass der Ausschnitt irgendwie zu tief runterrutscht. Ich finde die Shirts vor allen Dingen mega gut, weil man sie auch toll unter Sachen drunter ziehen kann. Außerdem kann man sie super easy hoch und runter stylen. Perfekt zum Layern. Ja, das sind so meine 2 Tops, die ich in der Capsule habe. Dann habe ich in meiner Capsule Wardrobe einige Basic-T-Shirts. Ich glaube, es gibt keine Capsule Wardrobe, die ohne solche Basisprodukte auskommt. Ich habe 2 weiße Basic-Tees in der Capsule und ein schwarzes. Das reicht mir wirklich als Grundstock. Ich werde immer wieder gefragt, wo ich meine T-Shirts kaufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das noch alte H&M-T-Shirts sind, die ich wirklich seit Jahren rauf und runter trage. Wenn eines dieser T-Shirts kaputt ist, dann würde ich mir nachhaltige Varianten nachkaufen und dann kann ich die euch auch nennen. Ich trage super gerne Hemden, meistens Langarmhemden, aber zur Erweiterung meiner T-Shirts habe ich deswegen noch kurzärmelige Hemden mit reingegeben. Das hier ist ein schlichtes weißes Kurzarm-Baumwollhemd, das ich mal secondhand in einem Vintage-Laden gekauft habe. Und was ich an so Hemdformaten immer toll finde, ist, dass man sie auf unterschiedliche Arten und Weisen tragen kann. Also ihr könnt sie hochgeschlossen tragen und einfach irgendwie vielleicht 1, 2 Ketten drüber tragen. Ihr könnt sie aufmachen und locker lässig über eines der T-Shirts oder eines der Tops tragen. Ihr könnt sie aber auch unter einem Pullover drunter anziehen, sodass nur noch der Kragen hervorschaut. Also ich finde, diese Knopfleiste gibt einem immer noch zusätzliche Möglichkeiten, wie man unterschiedliche Tragemöglichkeiten aus diesem
Kleidungsstücken herausbekommt. Das Ganze habe ich für den Frühling, weil ich da tatsächlich gerne ab und zu mal ein paar Farbtupfer habe, noch in der Rostvariante. Das habe ich vor etlichen Jahren bei And Other Stories gekauft und das ist ein Hemd aus Leinen. Also wenn ich wirklich mal irgendwie Lust auf noch ein farbiges Oberteil habe, dann finde ich das sehr, sehr schön. Auch hier die gleiche Geschichte. Ihr könnt es natürlich auch wieder aufgeknöpft irgendwo drüber tragen. Kommen wir als nächstes zu den Jeans. Ich habe tatsächlich relativ viele Jeans in verschiedenen Waschungen und Schnitten. Ich habe auch überlegt, da vielleicht nochmal ein, zwei rauszunehmen, aber ich bin einfach ein Jeansmädchen und ich muss ganz ehrlich sagen, dass im Moment während des Lockdowns trage ich einfach fast nur Jeans, weil sie bequem sind und weil sie praktisch sind. Deswegen habe ich hier eine klassische schwarze Jeans Highwaist geschnitten mit einem schmalen Bein. Die ist Secondhand von Zara tatsächlich und ist einfach eine ganz, ganz klassische Hose, die, glaube ich, jeder im Schrank hat. Kommen wir zu den Blue Jeans. Da habe ich eine Hose, die ist auch Secondhand von And Other Stories. Wenn ihr da Marken habt, die ihr gerne tragt und wo ihr wisst, welche Größe ihr bei diesen Fast Fashion Ketten habt, könnt ihr auch echt super Secondhand online nach diesen Marken und Größen schauen. Dann habt ihr eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass euch die Hose passt. Ihr braucht sie nicht neu zu kaufen und spart auch noch echt einiges an Geld. Genauso habe ich diese Hose gekauft. Auch eine Röhrenjeans, Highwaist geschnitten, dunkelblau. Dann eine Jeans, die ist auch etliche Jahre alt, von Monkey. Die ist die einzige Jeans, die ich habe, die tiefer geschnitten ist. Bisschen baggy mit Sneakern. Funktioniert das sehr, sehr gut und macht so ein bisschen so einen Boyfriend-Style. Die zweite helle Jeans, die ich habe, ist Vintage Highwaist geschnitten und hat einen relativ geraden Schnitt, der unten cropped ist. Das finde ich als Ergänzung nochmal sehr schön und ich muss tatsächlich sagen, dass je wärmer und je sonniger es wird, je heller werde ich auch von den Jeans tönen. Also im Winter tendiere ich oft eher zu dunklen Jeansfarben. Jetzt trage ich fast ausschließlich Light Blue Jeans und weiße Jeans. Was mich auch zu den weißen Jeans führt, ich habe tatsächlich, und das ist ein bisschen Luxus, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei weiße Jeans in meiner Capsule. Ich weiß, viele von euch schütteln vielleicht mit dem Kopf, bei so einer reduzierten Kleideranzahl zwei weiße Jeans reinzugeben. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass sobald das Wetter gut ist, trage ich fast ausschließlich weiße Jeans. Für mich ist das einfach so dieses Gefühl, hey, der Sommer kommt bald und gutes Wetter, Eis essen. Mehr machen weiße Jeans, gute Laune. Die eine Jeans ist schon relativ alt, die ich trage. Ist eine High Waist mit einer schmalen Röhre, cropped geschnitten unten. Die ist von Zara. Die zweite Jeans habe ich mir jetzt erst im Winter gekauft. Die habe ich tatsächlich in einem Secondhand-Shop kurz vor dem Lockdown für, ich glaube, 1,50 € gefunden. Sie passte mir nicht, habe sie mir einfach enger genäht. Die ist von Stuka. Das ist eine Marke, die ich übrigens immer cool finde. Gibt es, glaube ich, auch aktuell noch. Bin mir aber nicht sicher, ob die Qualität der Hosen noch so ist. Die nähe ich mir dann einfach passend. Insofern, die ist wirklich super high-waist und hat einen geraden Schnitt und ist etwas länger. Was ich im Moment auch ganz schön finde, wenn Jeans mal nicht knöchelfrei sind. Ich glaube, der Trend geht wieder etwas dazu, dass die Hosen wieder länger werden. Da hat man dann einfach nochmal eine andere Variation drin. Deswegen auch zwei weiße Jeans. Ich würde mir niemals zwei weiße Jeans mit dem exakt identischen Schnitt in die Capsule geben, aber so mag ich das wirklich gerne und habe ein bisschen Variationsmöglichkeit. Kommen wir zu den Stoffhosen. Diese Stoffhose habe ich mir irgendwann mal vor Jahren von Zara gekauft und ich habe sie wirklich geliebt. Es ist die perfekte Hose, wenn man doch mal irgendwie einen Business-Termin oder irgendwas Berufliches hat, wo man vielleicht etwas schicker sich anziehen möchte, aber nicht spießig aussehen möchte. So eine Anzughose, weißen Sneakern und dann könnt ihr oberteiltechnisch eigentlich machen, was ihr wollt, seht ihr sofort gut angezogen aus. Dadurch, dass die Hose schon relativ alt ist, ist sie tatsächlich an der Taille relativ tief geschnitten, ansonsten relativ gerade und hat einen Cropped-Schnitt. Die zweite Hose habe ich Secondhand gekauft und sie ist von Zara und ich glaube, jeder, der mir schon etwas länger folgt, egal ob auf Instagram oder hier, kennt diese Hose, denn sie ist aktuell mein absolutes Lieblingsstück. Sie ist High-Waist geschnitten, hat so eingelegte Buntfalten und einfach ganz lang und weit am Bein. Und langfristig möchte ich da vielleicht einfach nochmal schauen, dass ich da eine nachhaltige Alternative in einer deutlich besseren Qualität finde. Aber für jetzt, ich liebe sie. Eine letzte Hose, auch die ist umgebügelt,
und ihr müsst es mir nachsehen, die in dem gleichen Farbton wie das Oberteil ist. Ich habe sie mal irgendwann in einem Urlaub gekauft in den Niederlanden. Die Marke, die drin steht, ist Costas Blue. Ich fand die damals sehr, sehr schön, weil die Farbe einfach toll ist und ich glaube, es ist auch so ein Leinenmix, der super funktioniert, wenn die Tage schon wärmer werden und man vielleicht aber nicht mit kurzer Hose, kurzem Rock irgendwo hingehen möchte. Auch die ist wirklich sehr wandelbar. Man könnte sie auch wirklich mit einer Leggings drunter anziehen und einem Pulli dann sonst drüber, einen cremefarbenen Pulli, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder aber man macht halt so eine komplette Kombi, dadurch, dass die Töne relativ ähnlich sind, finde ich auch nicht schlecht. Also mit eines meiner Farbkleckse, die ich im Schrank habe. Ich wurde übrigens mittlerweile häufiger von euch gefragt, wie ich das handhabe mit den Akzentfarben. Das sind wirklich Farben, auf die ihr Lust habt, die Spaß machen sollen. Das heißt, nehmt die Farben, die euch Freude bereiten. Das Einzige, was wichtig ist, dass ihr maximal 20% der Capsule Wardrobe als Akzentfarben oder Showstoppern habt. Weil sonst wird es einfach schwer, die Sachen untereinander zu kombinieren, wenn ihr zu viel spezielle Teile dabei habt. Also achtet darauf, dass wirklich 80% der Sachen easy miteinander kombinierbar sind und vielleicht eher tendenziell aus Basics bestehen. Und wo wir gerade bei Showstoppern sind, ich habe zwei Teile in meinem Kleiderschrank, die ich als solche bezeichnen würde, nämlich zwei Kleider. Auch hier, sie sind beide schwarz-weiß, was ich sehr schön finde. Das heißt, sie lassen sich trotzdem gut mit dem Rest kombinieren. Das eine ist ein Wickelkleid aus Biobaumwolle von Lana. Der ein oder andere wird es schon in einem der letzten Videos gesehen haben, weil ich es mir erst vor kurzem gekauft habe. Ich finde es wunderschön. Dadurch, dass es gewickelt wird, macht es einfach eine unglaublich tolle Taille. Ich habe es mir Ende der Saison gekauft. Das heißt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es aktuell noch gibt. Wenn ja, verlinke ich euch das unten. Ansonsten gibt es garantiert bei Lana ähnliche Schnitte. Ich finde ein Wickelkleid einfach unglaublich schön, weil es mit euch ein bisschen mitwächst. Also ihr könnt es mal lockerer schnüren, ihr könnt es mal enger machen. Es ist ein Showstopper für mich, weil durch das Muster und weil es einfach ein Kleid ist. Allerdings auch hier kann man wieder einen Pullover drüber ziehen und das Kleid als Rock benutzen oder ihr zieht einen Rollkragenpulli drunter. Ihr habt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen finde ich, fügt es sich auch trotzdem sehr gut in die Capsule ein und ich freue mich schon, wenn es ein kleines bisschen wärmer ist, sodass wir wieder Kleider anziehen können. Das zweite Kleid kommt aus der Herbst-Winter-Kollektion von Lara Krude. Es hat diese unglaublich schönen Karos oben kleinkariert, oben großkariert und es ist trotzdem der identische Stoff. Es ist ein leichter Baumwollstoff. Es hat lange Ärmel und vorne eine Knopfleiste und ich finde, das ist ein absoluter Showstopper, mit dem man auf jeden Fall auffällt, der aber trotzdem durch den Schnitt und die Weite, die es hat, einfach unglaublich bequem ist. Falls euch übrigens das Thema Capsule Wardrobe, nachhaltige Kleidung, bewusster konsumieren und vielleicht auch ein Stück weit mein Stil gefällt, dann drückt gerne da unten auf den Daumen hoch. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Und bevor wir jetzt zu den Jacken kommen, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, dass auf der Stange komplett die Oberteile fehlen. Die habe ich mir extra gelegt, weil sie auch in meinem Schrank gefaltet liegen da und ich keine Lust hatte, die jetzt alle noch aufzuhängen. Das ist zum einen ein klassischer weißer Rollkragenpullover. Auch ein tolles Basic, weil er sich einfach überall drunter ziehen lässt. Den habe ich vor ein paar Jahren mal von Mango gekauft und es ist wirklich ein ganz, ganz dünner Stoff, sodass er sich wirklich toll zum Drunterziehen eignet. Und ich finde es einfach schön, wenn die Kragenform unter verschiedenen Oberteilen nochmal auftaucht. Dann, ihr werdet es schon geahnt haben, kommt ein klassisches weißes Hemd. Das ist einfach ein Männerhemd, was ich Vintage gekauft habe oder Secondhand. Collection oder so steht drin. Gehört auch zu einem meiner absoluten Lieblingsstücke. Es ist 100% Baumwolle, das heißt total angenehm zu tragen. Auch hier habt ihr wieder zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Dann haben wir einen dünnen Pulli mit einer Knopfleiste vorne, die bis zur Brust geht. Gerade diese Perlmutterknöpfe mag ich sehr gerne. Und die Knopfleiste gibt euch auch hier wieder Variationsmöglichkeiten. Das heißt, ihr könnt die Knopfleiste komplett schließen, ihr könnt sie komplett aufmachen. Ihr könnt einen Top drunter anziehen oder
das einfach pur lassen. Ich mag das wirklich sehr gerne. Auch hier würde super aussehen, wenn der Rollkragenpullover da drunter kommt. Die Ärmel einfach ein bisschen aufkrempeln, sodass die Ärmel des Rollkragenpullis auch da farblich ein bisschen wieder auftauchen. Das schaut immer gut aus. Und wir machen mit Hemden und Knopfleisten weiter. Ein kariertes Flanellhemd, das viele von euch auch schon kennen, weil es eines meiner Lieblingsstücke ist. Ist mal irgendwo Vintage gekauft, man kann das Tag nicht mal mehr lesen, es ist einfach komplett ausgeblichen, aber einfach eine super schöne, softe Qualität und so dieses perfekte Hemd zum Drüberwerfen, was einfach auch parallel kuschelig ist, dadurch, dass es Flanell ist. Kurz und knackig, ich habe 4 dickere oder mitteldicke Pullover in meiner Kapsel. Das ist zum einen ein Strickpullover mit auch hier wieder einem Reißverschluss vorne, der bis zur Brust geht. Den habe ich irgendwann mal in einem Secondhand-Laden gekauft und der hat einen relativ hohen Wollanteil, was ich total gerne mag. Und ich glaube, dass wir in Deutschland einfach noch relativ viel solcher Stricksachen leider lange anziehen werden oder auch sonst mal für die Abende oder so. Da vielleicht auch nochmal als Tipp, ihr seid natürlich nicht extrem festgelegt, was eure Kapsel angeht. Das heißt, ihr solltet zwar schon grundsätzlich dabei bleiben, was ihr euch da zusammengestellt habt, um auch einfach diese Erfahrung zu machen, wie ist es mit weniger Kleidung und euch das Leben da in dem Punkt leichter zu machen. Aber wenn ihr natürlich merkt, es kommt eine mega Kaltfront oder es ist plötzlich schon super heiß und wie ihr seht, ich habe keine kurzen Hosen oder Röcke aktuell in der Kapsel. Sollte es super warm werden, dann ist das halt so, dann sucht ihr euch noch 2 kurze Sachen raus, die ihr mit reingebt und nehmt dafür vielleicht einfach 2 dicke Pullis raus. Da seid ihr einfach flexibel, habt da keine Hemmungen, einfach zu tauschen, wenn ihr merkt, das funktioniert aktuell für die Wetterlage gar nicht. Dann habe ich einen schlichten Sweatshirt-Pullover. Der ist von Armed Angels, den verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Den liebe ich sehr, weil der eine ganz softe Qualität hat und einfach durch die Schlichtheit perfekt zu allem passt. Plus ich mag es ganz gerne, dass es ist so eine Bone Color, also kein richtiges Creme, kein richtiges Weiß. Ihr seht es hier, so ein Zwischending, was ich aber wirklich sehr, sehr schön und auch als optisch sehr, sehr hochwertig empfinde. Und natürlich aus Bio-Baumwolle, ist logisch. Der vorletzte Pulli ist mein geliebter Kaschmir-Pulli, den ich vor Jahren von And Other Stories gekauft habe, den ich nach wie vor sehr, sehr pflege und rauf und runter trage. Der ist auch gar nicht mal so dick, aber einfach durch den Kaschmiranteil perfekt. Wie ihr wisst, ich würde ihn jetzt nicht mehr neu kaufen. Ich würde vielleicht nach gebrauchten Alternativen schauen. Ihr findet solche Arten von Pullis total gut im Secondhand-Bereich. Kaschmir-Pullis, die in einer extrem guten Qualität, die ihr wirklich zu moderaten Preisen kaufen könnt. Einfach auch so ein perfekter Pulli, selbst wenn es wärmer ist, den kann man gut mitnehmen, weil er nicht besonders dick ist und kann ihn dann einfach abends noch zusätzlich drüber ziehen. Also super. Das gleiche nochmal in Grau, allerdings als Rollkragen-Variante. Der ist tatsächlich Secondhand, der wurde mir sogar irgendwann mal geschenkt. Also hab da die Ohren und Augen offen, auch vielleicht so bei Tanten und Onkeln. Es passiert öfter, dass da vielleicht mal was aussortiert wird und ich trage die Sachen dann einfach noch super lang weiter und ihr habt dann einfach parallel auch einen sentimentalen Wert, der hinter dem Pullover steckt. Wir haben jetzt noch Jacken, Schuhe und Tasche vor uns. Also das Ende naht. Ich habe das Gefühl, das Video ist schon unglaublich lang. Ich muss dazu sagen, bei Schuhen und bei Taschen kann ich mich sehr gut reduzieren. Jacken sind mir einfach super wichtig. Ich bin absoluter Jacken-Junkie. Noch kommt es dazu, dass wir gerade im Frühling und im Herbst in so einer Zeit sind, wo ich vom Gefühl her sehr unterschiedliche Jacken brauche. Also zum Beispiel habe ich aktuell jetzt noch meinen cremefarbenen Wollmantel drin. Der ist uralt von Mango. Ich habe parallel aber auch einen Trenchcoat Vintage mit umgenähten Knöpfen. Für die, die es auf Instagram nicht gesehen haben. Das ist übrigens immer eine gute Sache, wenn euch ein Teil super gefällt, aber zum Beispiel die Knöpfe einfach 80er Jahre aussehen, tauscht einfach die Knöpfe aus. Kriegt wirklich jeder von euch hin. Aber was ich sagen wollte, ich habe hier beide Mäntel drin, werde aber aktuell zum Beispiel nur den Wollmantel tragen können, weil der Trench einfach noch
bei den jetzigen Temperaturen zu dünn ist. Und irgendwann findet dann der Wechsel statt, dass ich den Wollmantel nicht mehr anziehe, weil der zu dick ist und ihn stattdessen mit dem Trench ersetze. Dann immer ein Muss, meine Jeansjacke. Die ist von Levi's, die habe ich vor, naja, ich würde mal fast behaupten, 10 Jahren irgendwann mal über eBay gekauft. Und so sieht sie auch aus. Sie hat mittlerweile, kriegt sie schon Löcher an der Aufhängung und so weiter. Aber ich liebe sie einfach über alles. Ich trage sie jeden Sommer wieder super gerne. Und das ist auch somit eines meiner persönlichen Highlights, wenn es Richtung Frühling geht, diese Jacke wieder rauszuholen. Weil ich einfach finde, dass man damit unglaublich schöne Looks machen kann. Sei es so ein All-Over-Jeans-Look, also mit entweder einem passenden Ton oben, unten. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ich mag das aber sehr gerne, weil ich finde, das macht einen relativ schönen Look wie aus der Zigarettenwerbung. Oder aber mit einem konträren Ton funktioniert das auch wunderbar. Und mit Stoffhosen sowieso. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Ich liebe Jeansjacken. Und dann habe ich noch 2 Lederjacken, weil ich Leder gerade wieder total gerne mag. Beide sind Secondhand gekauft. Da achtet einfach drauf, wenn ihr euch eine neue Jacke unbedingt zulegen wollt, dann schaut vielleicht, dass es nicht echt Leder ist. Und Secondhand muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es in Ordnung, dann alte Jacken weiter zu tragen. Das ist einmal hier eine sehr oversized geschnittene Jacke. Es ist auch eine Männerjacke, in der ich relativ versinke, die ich vom Look her aber sehr, sehr cool finde. Ist auf jeden Fall aber eine Jacke, die gestylt werden möchte. Also wenn man da die falschen Sachen zu anzieht, sieht es halt einfach sehr, sehr schnell aus, als hättet ihr die Jacke vom Onkel an. Insofern gerne derbe Boots dazu. Dann habt ihr unten auf jeden Fall schon mal einen Kontrast. Weite Hosen, dicken Pulli. Das finde ich super. Das andere ist ein Ledermantel, den ich irgendwo mal gefunden habe und der mir sehr gut gefiel. Ich habe ihn ehrlicherweise bis jetzt noch nicht einmal getragen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz warum. Ich glaube, weil er so ein bisschen 90er Jahre Vibes hat. Da auf meinem Moodboard aber auch wieder ein Moodbild mit Ledermantel war, ich glaube es war ein brauner Ledermantel, möchte ich das gerne probieren, diesen Ledermantel jetzt zu integrieren. Sollte ich merken einfach in 4 Wochen, dass ich den doch immer noch gar nicht angezogen habe, dann kann ich ihn immer noch rausnehmen. Aber ich würde es gerne probieren, weil ich den Look an sich sehr gerne mag. Ich glaube, ich habe ihn einfach nur noch nicht für mich entdeckt. Das sind jetzt 5 Jacken. Ich weiß, relativ viel für eine Capsule, aber ich bin da einfach der totale Jacken-Junkie. Ihr könnt es ja mal unten kommentieren, ob ihr eher der Jackentyp seid oder ob für euch Schuhe oder Handtaschen total wichtig sind, was so euer persönliches Fable in der Capsule ist. Und ich muss dazu sagen, ich finde es auch vollkommen okay, wenn man da total Freude an einem gewissen Bereich hat, dass der vielleicht einfach etwas größer in der Capsule ausfällt. Denn sie soll euch ja auch Spaß machen und euch erfüllen. Und es bringt nichts, wenn ihr total auf Schuhe abfahrt und dann nur 2 Paar Schuhe in die Capsule reingeben wollt. Da macht ihr euch selber nicht mit glücklich. Gut, Schuhe, Taschen. Naja, machen wir erst Schuhe. Die würde ich nämlich einfach so einmal fix durchgehen. Ich habe 4 bis 5 Paar Schuhe in der Capsule. Das sind einmal so derbe Kunstlederboots. Die habe ich irgendwann mal in irgendeinem Outlet gekauft. Ich glaube, vielleicht Esprit oder so. Aber auch einfach nur, weil sie mir über den Weg gelaufen sind. Und das sind die Boots, die ich halt super gerne zum Beispiel zu den Lederjacken kombiniere. Immer wenn es etwas gröber sein darf, so als Kontrast, finde ich das sehr schön. Diese Cowboy Boots sind eines der hoffentlich letzten paar Schuhe, die ich im letzten Jahr Fast Fashion gekauft habe. Ich finde sie ganz, ganz toll. Ich trage sie wirklich richtig häufig und deswegen ist es schon ein Kauf, der überlegt war und der mir nach wie vor extrem gut gefällt. Trotzdem möchte ich da in diesem Jahr doch deutlich nachhaltiger rangehen. Aber insofern die Vagabond Boots. Dann 2 Paar Sneaker, absolute Klassiker, die ich wirklich schon ganz, ganz viele Jahre habe und die ich finde, man auch einfach ganz, ganz zeitlos und lange tragen kann. Das sind zum einen meine weißen Stan Smith und zum anderen die Old School Vans. Einfach 2 Klassiker, die mich wirklich jetzt schon mindestens 4-5 Jahre begleiten. Als letztes habe ich noch ein paar schwarze Birkenstocks, die ich im Haus anziehe und sollte es mal wirklich
deutlich wärmer werden, dann kombiniere ich die auch super gerne zu einer Jeans einfach dazu. Gut, und dann sind wir schon in der letzten Kategorie, den Taschen. Ich habe jetzt erstmal einen Rucksack, der super alt und irgendwo handgefertigt wurde. Der löst sich wirklich schon komplett auf, aber ich mag das einfach mal gern. Ich bin viel mit dem Hund unterwegs, ich habe beide Hände frei. Das ist einfach so der Rucksack, den ich seit Jahren immer mitnehme. Einfach auch, weil er super praktisch ist. Wenn man nicht viel dabei hat, dann ist er total leicht. Ich finde nichts schlimmer als Taschen und Rucksäcke, die von sich aus schon so total super schwer sind. Und trotzdem, wenn es mal dann mehr ist, dann passt hier auch deutlich Stauraum rein. Die zweite Tasche ist meine Croissant-Bag, die ich, ich verlinke euch das Video hier, falls ihr es sehen möchtet, selber genäht habe aus einem Secondhand-Lederrock. Ich finde, die ist ganz fantastisch geworden. Auch hier ist wieder mein Prinzip, ich habe gerne die Hände frei, wenn ich eh in einer Hand schon eine Hundeleine habe. Dass ich sie selber genäht habe, gibt der Tasche natürlich auch nochmal einen ganz anderen Charakter, einfach einen ganz anderen Wert, weil ich weiß, wie viel Schweiß und Tränen hier reingeflossen sind. So, ich hoffe, das hat euch nochmal etwas geholfen, zu sehen, wie ich meine Capsule aufgebaut habe, wo die Schwerpunkte liegen. Ich habe euch noch ein paar Tipps versprochen, wie ihr am meisten aus der Capsule Wardrobe rausbekommt. Und zwar würde ich euch, sobald ihr die Capsule zusammengestellt habt, empfehlen, Outfits auszuprobieren. Nehmt euch mal wirklich einen Sonntag Zeit bei schlechtem Wetter, stellt euch vor den Spiegel und fangt mal an, die Sachen unterschiedlich durchzuprobieren. Also fangt vielleicht mit euren Lieblingskombinationen an. Ihr könnt auch von dem Moodboard, was ihr gemacht habt, da vielleicht mal versuchen, Outfits nachzubauen, wie sie für euch und eure Sachen funktionieren. Oder aber ihr probiert einfach mal ganz wild aus, probiert Oberteile mit Hosen, die ihr noch nie kombiniert habt, probiert Sachen übereinander zu ziehen, überlegt, welche Lagen wie möglich sind und macht Fotos davon. Dann legt ihr einen Ordner an und sammelt diese gesamten Fotos. Das ist einfach super, super hilfreich, wenn ihr einfach mal morgens dasteht und nicht so richtig wisst, was ihr anziehen könnt. Oder auch das Gefühl habt, es ist mal wieder irgendwie nichts Passendes da für die Wetterlage, dann schaut einfach in diesen Ordner rein und ich bin sicher, ihr werdet super schnell einfach ein Outfit finden, wo ihr sagt, ach cool, hab dich gar nicht mehr auf dem Schirm, habe ich total Lust drauf heute. Das ist einfach so eine super schnelle Entscheidungshilfe und ihr könnt das auch gerne immer mal wieder machen. Das bedeutet, dass ihr vielleicht in einem Monat oder zwei nochmal hingeht und euch nochmal ein bisschen Zeit nehmt und nochmal wieder andersrum probiert. Geschmack ändert sich oft und eine Wetterlage ändert sich auch und so das Gespür, was habe ich vielleicht irgendwo gesehen an Inspiration und was möchte ich nachbilden, ändert sich. Da seht ihr auch einfach mal, wie viele Outfits ihr aus einer so einer Capsule rausbekommt. Ihr könnt euch das übrigens auch als Spiel machen. Wie viele Outfit-Kombinationen schaffe ich, die für mich schön aussehen? Wäre auch mal eine spannende Geschichte. Und zu guter Letzt, wenn ihr eure Outfits zusammengestellt habt, macht euch eine Liste mit Sachen, wo ihr das Gefühl habt, die würden die Capsule gut ergänzen, die fehlen vielleicht noch. Es geht nicht darum, dass ihr euch eine Liste schreibt und morgen online shoppen angeht und euch 10.000 neue Sachen bestellt, sondern es geht eher darum, sich bewusst zu machen, was fehlt mir, was möchte ich auf lange Sicht noch integrieren und es hilft euch vor allen Dingen auch diese Liste bei so spontanen Käufen einfach die Finger davon zu lassen. Und jetzt ein riesengroßes Dankeschön an euch. Danke an alle, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, die Serie unterstützt haben. Danke an all die lieben Kommentare, die ich von euch bekommen habe. Das bedeutet mir wirklich unglaublich viel. Und vor allen Dingen auch danke, dass wir gemeinsam schauen, wie wir vielleicht etwas weniger konsumorientiert mit unseren Kleidungsstücken umgehen können. Nächste Woche wird es übrigens ein Video geben mit Frühlingsoutfits. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach zusätzlicher Inspiration, ich werde da vielleicht auch nochmal bewusst ein, zwei andere Sachen mit in die Outfits reingeben, um euch da noch mehr Möglichkeiten aufzuzeigen. Also wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und ihr es noch nicht getan habt, lasst mir das Abo da und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.